So, und damit auch nochmal ein richtiges, herzliches Hallo auch an YouTube an dieser Stelle. Es gibt weiter eine neue Aufnahmesession von Shadowgates Trials of the Four Towers, Shadowgates 64, um genau zu sein. Wir sind der Halbling Din Underwood und befinden uns hier in Lakmirs Turm, dem zweiten von den vier namensgebenden Türmen, in denen es Prüfungen abzulegen gilt, und wir sind auf Umwegen durch Banditen in dieser misslichen Lage hier in der Burg Shallowgate gelandet, erst im Kerker, aus dem wir aber schon entfliehen konnten. Und haben inzwischen auch durch den Geist von Lakmir, dem Zauberer, erfahren, dass das Ganze wohl vom Schicksal hervorbestimmt wurde. Weil wir nämlich anscheinend eine Art Auserwählter sind und ein drohendes Böses, was aufkeimt, verhindern sollen. Ja, zuletzt hingen wir hier in diesem Raum und da war ich auch mit meinem Latenz zu Ende. Das Ganze handelt sich hier um einen Walk-Click. Wissen die Leute auf YouTube aber eh schon. Ist es auch genug der Vorstellung, wir starten jetzt genau direkt rein. Denn im Schnitt ist mir aufgefallen, dass wir etwas übersehen haben. Das heißt, ich hätte hier noch stundenlang jetzt rumirren können im Turm. Wir kämen hier soweit nicht weiter. Das ist unser Inventar. Wir haben verschiedene Schlüssel, wir haben eine Stange, wir haben einen Knochen, wir haben eine Spitzhacke. All das, eine Brechstange. Verschiedenste Tränke. All das bringt uns aber nicht weiter. Wir haben hier in dieser Schale schon Tinkturen gemischt da oben, damit der Sternenhimmel einmal leuchtete. Und dann ist dieses Loch übrig geblieben. Da muss man uns reinstecken. Nichts unserer Gegenstände reicht aber dafür. Denn wie gesagt, wir haben was vergessen. Und deswegen müssen wir leider erstmal ein Stückchen zurück. Ups, erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Apropos Steuerung. Ich hoffe, es sollte jetzt auch wieder besser laufen. Letzte Woche gab es ja so ein paar Probleme mit dem Controller zwischendurch. Das kam wohl daher, dass tatsächlich mein Kabel irgendwie fricke war. Und inzwischen habe ich jetzt ein neues Kabel. Jetzt beim kurzen Test wirkte das auf jeden Fall besser. Das heißt allerdings auch, dass wir gleich mal durch dieses elendige Büsten-Rüstungslabyrinth müssen. Die Folge dazu kommt heute auf dem Channel, denn wer jetzt live dabei ist und vorher nur auf YouTube geguckt hat, dem fehlen noch zwei Folgen. Was aber nicht weiter schlimm sein sollte, denke ich. Genau, heute um 17 Uhr am 16. kommt halt die 5. Folge und morgen die 6. Und ab Samstag, dem 18. gibt es dann sozusagen frisches Material. So, wo ging es denn jetzt hier raus? Dadurch? Ich bin verwirrt. Das sieht gut aus. Okay. Denn wir müssen nämlich nochmal ganz, ganz zurück zum Anfang und auch nochmal wirklich raus aus dem Turm. Ja, es ist bei dem Spiel leider ein bisschen ärgerlich, wenn man halt an einer Stelle was übersehen hat, dann kann einem auch nicht direkt ganz klar werden, dass man wirklich so weit nochmal zurück muss. Aber so ist es halt in Adventures. Kennst auch von anderen Spielen. So, tipp, 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 Treppe hoch. Wir sind ja hier eingestiegen durch ein Fenster. Jetzt schmeiß ich Sachen von meinem Schreibtisch runter, das war nicht geplant. So, genau, da ist das ominöse Fenster, durch das wir eingestiegen sind. Und dann befinden wir uns wieder auf dem Kirchendach. Hier gilt es erstmal wieder darauf zu achten, dass wir nicht aus Versehen in eins der Löcher fallen. Das wäre jetzt sehr schade, deswegen speichere ich mal schnell zwischen. Und Gott sei Dank
spielen wir das Ganze hier auf dem Emulator. Denn wer auch schon aus den Folgen, aus den vorherigen Folgen gesehen hat, ist es ein leichtes hier schnell zu sterben. Und genau, hier war ja die Kette, mit der die Leiter festgemacht war. Die war ja mit dem Nagel festgemacht. So. Und was wir nicht beachtet haben, ist, dass es auch ein Ting macht, wenn der Nagel runterfällt. Und da vorne liegt er, das gute Stück. Der nämlich dann hier ziemlich prominent rumliegt. Sie sehen einen groben Nagel, wollen Sie mitnehmen? Ja. Und genau das ist das Zünglein an der Waage, welches uns das Weiterkommen verhindert. Sie heben den Nagel auf und stecken ein. Gott sei Dank bin ich da, wie gesagt, im Schnitt. Ist mir das aufgefallen. Dass wir jetzt Gott sei Dank nicht zu viel Zeit damit verbringen, wirr herumzuirren. Ja, warum sollte man jetzt so einen Nagel da reinstecken? Ich hoffe, das ist das Einzige, was wir bis jetzt vergessen haben. Auf jeden Fall das Einzige, was mir im Schnitt auf Anhieb aufgefallen ist. Aber das wird nur die Zeit zeigen. Eigentlich ist es nämlich auch so, das weiß ich ganz, also nicht ganz genau, aber weiß ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch so war, dass wir Lackmirs Turm wirklich, nachdem wir hier fertig sind, nicht mehr betreten müssen. Ich sagte ja am Anfang auch in dem ersten Turm, in dem Schülerturm, Studententurm, da werden wir auf jeden Fall nochmal zurückkehren müssen. Dort waren ja noch einige mysteriöse Sachen, die Skelette im Keller und dieser ominöse Babyschuh, der von irgendwas festgehalten wurde, von einer komischen Macht. Jetzt bin ich gerade verwirrt, ob hier auch noch irgendwas war, was irgendwo festgehalten wurde. Naja. Warte mal. Ach so, hätten wir gar nicht. Ja gut, ist auch egal. Doch. Oder, wo bin ich denn? Nee. Nee, alles gut. So, wie war's denn jetzt nochmal? Scheiße, hätte ich vorher nachgucken. Servus, Mahlzeit, Euphonic. Hoffe, dir geht's gut. Kommst perfekt. Ja, gut. Dann erstmal danke für deinen Lurk und ich hoffe, der Rest der Arbeit wird entspannt. Eigentlich schon Feierabend. Toll. Also was ist immer super. Oh, Mist, links. Ich glaube jetzt rechts. Ich muss in den Raum mit 4. Das bat nicht. Wir müssen in den Viererraum. Das ist auch nicht der Viererraum. Scheiße, ja, so ist es immer jetzt. Das klingt ja nicht so toll. Den Weg hätte ich mir eigentlich vorher noch mal im Let's Play angucken können. Herrgott, sag grad, war doch nicht so schwer. Also, links, dann direkt rechts. Links, rechts, links. Links, rechts, hinten, rechts. Oder, ich weiß schon. So. Ja, großartig. Toll. Super. Wahrscheinlich auch noch ohne Ankündigung, ne? Ich meine, es muss dann hier hinten rechts gewesen sein. Auf jeden Fall ist das schon mal ganz gut.
Und dann links. Oder zweimal rechts. Er will nicht, das ist ja nett. Scheiße. Das war falsch. Wo bin ich? Oh Gott. Bisher habe ich noch keinen Key bekommen. Ich müsste eigentlich angemeldet sein. Aber ich habe noch keine Infos erhalten von Blizzard. Interessieren würde es mich prinzipiell schon. Dann noch mal rechts. Ach so, okay. Ja, nee, gekauft habe ich es auch noch nicht. Oh, 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 so, wir sind fast da. So, jetzt rechts oder links. Warte jetzt nochmal. Ah! Ach so, haben die auch wieder Beta-Zugang? Nee, ich hab's mir noch nicht zugelegt. Nee, dann. Ich muss sagen, hab ich mich auch noch nicht so richtig damit beschäftigt. Yes, wir haben's geschafft. Gut. Ich wollte gerade sagen, Open Beta muss doch jetzt irgendwann auch sein. Nächstes Wochenende. Also, jetzt. Übermorgen oder das? Oder 25. 26. Ja, ja, ist schon klar. Oh nee, ich, oh nee, oh nee. Das ist wahrscheinlich nicht müssen. Habe ich die Befürchtung. Oh. Uhr bis Montag ist dann oben. 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 Okay, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ich dachte gerade schon, diese ominöse Maschine wäre nämlich woanders. So, mit dieser Maschine wussten wir auch nichts anzufangen. Da konnten wir mir auch nichts reinstecken. Genau. Denn den Nagel als solches wird uns nämlich nicht helfen. Genau, und zwar bin ich mich auch darüber, ist mir jetzt eingefallen, durch den Zusatz rostig. Kleiner Hinweis, aber hier, wir sehen, wir schmeißen jetzt den Nagel rein. Der Nagel passt genau in die Maschine. Mit einem Surren erwacht sie zum Leben. Klung, klung. Mit einem schabenden Surren beendet die Maschine ihre Arbeit und wirft was aus. Und schöner Anachronismus hier mit diesen Maschinen. Ich weiß, dass das in der Maschine ist. Ich möchte. Irgendwie kommt unser. Ah, so. Na, sag mal. Kannst du jetzt bitte mal den Schlüssel aufheben? Ja, ist doch typisch. Och Mann, ey, du armer Kerl, ey. So, ich möchte jetzt gerne diesen Schlüssel aufheben. Hallo. Aha. Die Maschine wirft einen nagelneuen Schlüssel heraus. Wollen Sie mitnehmen? Ja, bitte. Entschuldigung. Jetzt haben Sie einen hübschen kleinen Schlüssel. Perfekt. So. Aufnahme läuft, ne? Ja, sehr gut. Ja, ja, ich verstehe. Immerhin, wenn du wenigstens weg online hast, ist das ja schon mal was. So, hier ob den Stuhl drup, damit man das so, ja, jetzt kommt wieder diese Animation, wo er sich umschaut. Auf dem Stuhl stehen sie höher, sie betrachten das Zimmer von hier oben. Wir sind ja nur ein kleiner Halbling, ja, nicht vom Stuhl runter. So, da ist das ominöse Loch und da stecken wir jetzt den Wappenschlüssel rein. Und sie hören ein Klicken, als wurde ein Schloss geöffnet. Ah, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Und damit sind wir endlich im inneren Sanktum.
und haben zugleich drei Ringe hier vor uns liegen. Sie finden einen blauen Ring. Das war mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz klar. Ich wusste, es gibt drei Ringe, sie heben den Ring auf und stecken ihn in die Tasche. Aber mir war nicht bewusst, dass wir die alle direkt hier finden. Sie finden einen roten Ring. Von dem blauen Ring haben wir ja schon gelesen. Als sie den Ring anstecken, erscheint ihnen eine vertraute Figur. Wir hatten gesagt, dass ich den Ring einstecke. Ah, das lag mir. Sehr schön, Dell. Gut, dass du weiterhin dem schmalen Weg folgst. Hatte ich den so oder hatte ich den Ehrfürcht gesprochen oder so ein bisschen auch noch mit alten Mann? Weiß ich gar nicht mehr. Du bist seit Jahrzehnten der Erste, der mein inneres Gemach zu sehen bekommt. Deine Beständigkeit hat dir dieses Geschenk eingebracht. Ich weiß nicht, was ist besser geeignet. Der Ring öffnet deine Augen, um die Toten werden sich dir zu erkennen geben. Aber Vorsicht, wenn du den Ring der Toten trägst, verblassen die Lebenden. Das ist also das Geschenk, nun zur Aufgabe. Das innere Gemach, genau. Siehe, jenseits dieser Mauern erkennst du, was draußen vor sich geht. Ja, in diesem Moment fügen sich die Teile für das letzte Spiel ineinander. Ja, Aha. Großes Tor. Oha. Zwerge und Bitmaps. Da zieht eine Tür auf, die man nicht öffnen sollte. Ach schön, diese Polygonfigürchen. Der Typ dahinter sieht auch ein bisschen traurig aus. Und den Stab kennen wir ja aus dem Intro, beziehungsweise aus dem Thumbnails. Der Mann heißt Belsar. Er ist ein Zauberer und gehörte einst zu meinen Schülern. Aha. Von dem haben wir auch schon gelesen, glaube ich, ne? Ich kenne seine Pläne. Er will den Hexenmeister aus seinem Gefängnis befreien. I'm not entirely sure. Das darf nie geschehen, denn der Hexenmeister hat große Macht und Böses im Sinn. Ich weiß es, weil er zum Kreis der Zwölf gehörte. Ja, er war mein Bruder. Doch das zählt nicht, denn wenn Belsar wieder in die Welt bringt, fallen wir alle. Und die Welt wird mit uns fallen. Aber es gibt Dinge, Dell, die Belsar nicht weiß. Er glaubt, der Stab sei wieder gefunden. Doch er ist noch immer verborgen. Er hat einen Stab. Und der letzte Drache, der einzige Überlebende, ist noch immer am Leben. Du musst den Drachen suchen. Dort findest du die Macht, um die Pläne zu vereiteln. Leider kann ich dir nur wenig helfen. Warum, wird bald deutlich werden. Denn ich lebe in der Welt der Geister und wandle unter ihnen als einer der ihren. Ich kann dir jedoch sagen, dass Dorn im ersten Turm dir vielleicht helfen kann. Ja, super. Bleiben wir doch einfach weiter mysteriös und anstatt direkt mal alles zu sagen. So, noch ein Ring. Sie finden einen grünen Ring. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Jetzt haben sie einen grünen Ring. Denn der rote ist der Ring der Toten. Ich dachte, der grüne wäre der Ring der Toten. Na, guck mal, so kann man sich vertun. Der blaue Ring. So, bevor wir jetzt, ich speichere mal kurz, denn von dem blauen Ring haben wir ja schon mal gelesen. Das ist der, mit dem die Schüler bedroht wurden, bestraft zu werden. Und der soll ja einen in den Wahnsinn führen. Ich ziehe den blauen Ring mal an. Sobald der blaue Ring an ihrem Finger ist, beginnt ihre Haut unerträglich zu jucken. Okay, haben wir den jetzt wieder ausgezogen? Ne, wir arbeiten den an.
Ich dachte ehrlich gesagt, der würde uns direkt umbringen. War es der grüne Ring, der uns direkt umbringt? Ich meine, einer von denen würde uns direkt töten. Sie stecken den grünen Ring an den Finger. Alles verschwimmt vor ihren Augen. Sie fallen. Ja. So nämlich. Wusste ich doch. Das ist so dreckig. Dann denkt man, geil, Ringe, ich probiere sie aus und zack. Wenn du vorher nicht gespeichert hast.